Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial, in dem ich euch einen der wichtigsten Rhythmusbausteine der Popmusik vorstellen möchte, nämlich den sogenannten Tresillo. Viel Spaß! Tresillo bedeutet im Spanischen, zumindest im Bereich der Musik, Triole, also eine dreitönige Figur. Damit kann man einerseits eine im Flamenco sehr häufig verwendete Anschlagstechnik bezeichnen, zu der ich übrigens auch schon ein Tutorial gemacht habe, und andererseits eben die eingangs erwähnte typische rhythmische Dreierfigur, die aus der Popmusik inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Der Tresillo-Rhythmus stammt ursprünglich aus Subsahara-Afrika und wurde in Zeiten der Kolonialisierung mitsamt der Sklaven über den Atlantik in die Karibik verschifft. Wir Europäer dachten damals tatsächlich noch, im südlichen Teil von Afrika gäbe es überhaupt keine nennenswerte Kultur. Tja, so kann man sich täuschen. In der Karibik verbreitete sich der Tresillo-Rhythmus dann relativ schnell, speziell auch in Kuba, mit den einheimischen Musikstilen. Damals verkehrte noch eine Fähre zwischen Havanna und New Orleans, was zur Folge hatte, dass der Rhythmus auch auf das nordamerikanische Festland wanderte und dort berühmte und populäre Musikstile wie Jazz, Ragtime und Blues beeinflusste. Und von dort aus war es natürlich nur noch ein kurzer Weg zum Rest der Welt. Und heute ist dieser karibisch klingende Rhythmus, wie gesagt, beinahe allgegenwärtig. Also gut, dann lasst uns den Rhythmus genauer betrachten. Hier noch einmal zum Anhören. Wie gesagt, drei Töne, eine punktierte Achtelnote, eine Sechzehntelnote und wieder eine Achtelnote. Der Rhythmus bewegt sich auf einer Sechzehntelebene. Von daher ist es wichtig, dass ihr kein Problem mit Sechzehntel-Rhythmusbausteinen habt. Sechzehntel-Rhythmusbausteine sind generell eines der wichtigsten Themen für im Grunde jeden Musiker. Ich habe schon einmal ein Tutorial zum Thema Sechzehntel-Rhythmusbausteine gemacht. Falls ihr in diesem Bereich noch unsicher seid, arbeitet dieses Tutorial bitte kurz durch. Um den Tresillo-Rhythmus zu erarbeiten, schlagen wir am besten zunächst durchgehende Sechzehntelnoten an. Also immer vier Schläge pro einem Beat, den ihr am besten entweder mit einem Metronom oder noch besser mit eurem Fuß dazu klopft. Okay, also Schritt 1, durchgehende Sechzehntel schlagen. Die Betonungen bei dem Tresillo-Rhythmus liegen nun auf dem ersten Sechzehntel, dann auf dem vierten Sechzehntel und dann wieder auf dem dritten Sechzehntel. Dies hat zur Folge, dass wir einmal einen Schlag nach unten haben, bei dem ersten Sechzehntel, einen Schlag nach oben, bei dem vierten Sechzehntel und wieder einen Schlag nach unten auf dem dritten Sechzehntel. Ich spiele den Rhythmus ganz langsam und betone dabei die besagten Zählzeiten. Prima. Das macht ihr am besten so lang, bis ihr nicht mehr großartig darüber nachdenken müsst. Als nächsten Schritt versuchen wir nur noch diese drei betonten Zählzeiten zu spielen, aber, und das ist ganz wichtig, die Hand trotzdem in dem Sechzehntelpuls weiter zu bewegen. Ihr schlagt also quasi
in der Luft an und berührt nur zu diesen drei Zählzeiten die Saiten. Ich führe es euch vor. Und das ist auch schon die erste und sehr gebräuchliche Art, einen Trisio-Rhythmus zu spielen. Ich nehme einen beliebigen Akkord und schlage eben mit diesem Rhythmus-Pattern an. Klingt dann so. Hören wir uns das erste Beispiel an. Natürlich können wir den Trisio-Rhythmus auch spielen, ohne permanent 16-Noten durchzuschlagen. Allerdings ist es in solchen Fällen immer etwas schwieriger, gerade das vierte 16 sauber zu platzieren, da uns ja die Kontrolle durch die permanent ab- und aufschlagende Anschlagshand fehlt. Versucht in solchen Fällen, den 16-Puls trotzdem weiter zu denken, weiter zu fühlen. Klingen tut das dann in etwas so. Hier ein kleines Hörbeispiel, das ich an dem Popsong No Lie angelehnt habe. Eine weitere sehr häufig zu hörende Möglichkeit, den Trisio-Rhythmus zu verwenden, ist es, sogenannte Dezimen-Griffe zu verwenden. Mithilfe von Dezimen kann man Akkorde mit nur zwei Tönen wunderbar andeuten und lässt dabei viel Platz für das restliche musikalische Geschehen. Ich habe zum Thema Dezimen bereits ein Tutorial gemacht und werde von daher nicht näher darauf eingehen. Betrachten wir die Standardakkordfolge A-Moll, F, C und G. Gespielt mit Dezimen klingen die Akkorde so. A-Moll, F, C und G. Jetzt stülpen wir sozusagen den Trisio-Rhythmus drüber. Und dann klingt so. Hat man schon das ein oder andere Mal gehört? Als Hörbeispiel habe ich Treat You Better von Shawn Mendes verwendet. Eine weitere schöne Möglichkeit ist es, Teile von Akkordgriffen in diesem Trisio-Rhythmus anzuschlagen. Also zum Beispiel nur die zweite und dritte Saite. Ich mache das wieder mal mit unserer Standardakkordfolge A-Moll FCG. Typisches Beispiel hierfür wäre Ed Sheeran's Shape of You.
ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich beim letzten Beispiel einen zusätzlichen durchgehenden Basston auf den Hauptzählzeiten eingeführt. Also so in Kombination mit dem Tresillo-Anschlag. Dies führt dazu, dass der Tresillo-Rhythmus um eine Note erweitert wird. Klingt dann so. Dieser Rhythmus ist ebenfalls sehr berühmt und die meisten von euch werden den Rhythmus wohl unter dem Namen Habanera kennen. Meistens hört man diesen Tresillo-Rhythmus natürlich bei etwas beschwingterer Musik. Allerdings funktioniert der Rhythmus auch wunderbar bei ruhigen Balladen. Ich kann ja zum Beispiel ein 16-Zupfmuster so anlegen, dass die Betonungen genau auf die drei Tresillo-Noten fallen. Hierfür lege ich die betonten Töne einfach an die höchste Stelle des Zupfmusters und betone sie beim Anschlag noch ein klein wenig. Ich zeige es euch kurz mit der Akkordfolge E-Moll, C, G und D. Durch die Betonungen haben wir in der Oberstimme also den Tresillo-Rhythmus, der gleichzeitig quasi eine kleine Melodie andeutet. Nochmal kurz mit den kompletten Akkorden. Als kurzes Hörbeispiel hierfür habe ich All of Me verwendet. Ja, und wir finden den Tresillo-Rhythmus tatsächlich auch in der Rock'n'Roll-Musik, zum Beispiel in Form von Basslinien. Nehmen wir zum Beispiel einen simplen E-Dur-Akkord, bestehend aus den Tönen E, Gis und H. Wenn der Bass jetzt diese drei Töne im Tresillo-Rhythmus spielt, klingt es so. Das kommt euch sicher bekannt vor. Als Hörbeispiel habe ich den berühmten Blues-Rock'n'Roll-Klassiker Hound Dog angedeutet. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
Ich habe eingangs ja bereits erwähnt, dass sich der Tresillo-Rhythmus auch stark mit der einheimischen Musik in Kuba vermischt hat. Hier entstanden zahlreiche neue Rhythmusvariationen. Eine der wichtigsten ist mit Sicherheit die sogenannte Sonklave. Hierfür wird der Tresillo-Rhythmus um zwei Schläge erweitert. Die Sonklave klingt folgendermaßen. In der Popmusik wird dieser Rhythmus auch häufig als Bo-Diddley-Rhythmus bezeichnet, weil ihn eben dieser Bo-Diddley auch gern verwendet hat. Aber eben nicht nur Bo-Diddley, sondern auch zahlreiche andere Musiker. Auch diese Sonklave ist aus unserer Popmusik kaum mehr wegzudenken. Als kurzes Beispiel hierfür abschließend noch der Song Faith, den ihr ja von George Michael kennt. Viel Spaß! Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I've gotta think twice before I give my heart away. Ja, und das war's auch schon wieder mit meiner kleinen Einführung zum Thema Tresillo-Rhythmus und seinen Verwandten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eure Likes und ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Grooven mit dem Tresillo-Rhythmus und bis zum nächsten Mal.